Klavierkonzert Nummer 2 des Berners Edward Stampfli, die es vor ziemlich genau 80 Jahren in Paris komponiert hat. Dabei dürften ihn sicher auch die Pariser Musiktrends eines Mio, Boulang oder Stravinsky beeinflusst haben. Stravinskys Sacre du Printemps hat der Berner Komponist in seiner Jugend als prägendes ästhetisches Erlebnis bezeichnet. Jugendlich auch der Solist in Edward Stampflis zweiten Klavierkonzert. Der 27-jährige Moritz Ernst hat den Solopart gespielt. Er hat das vergessene Konzert auch in der Zürcher Zentralbibliothek ausgegraben. Den jungen Deutschen begleitet hat das Berner Sinfonieorchester mit Mario Venzago am Dirigentenpult.